schon noch mal was spooky und der andere zu sagen hat. Zu dem Spiel den haben wir noch nicht gemerkt. Fallen mir zwei Sachen ein, tatsächlich. Sorry. Und zwar, das erste ist, dass wir hier eine Parallele zu Deponia haben. Und zwar der Heuhaufen, in dem sich eine Nadel versteckt. in Deponia haben wir einen Nadelhaufen, in dem sich ein Strohhalm versteckt. Ja, genau. Und es ist ganz lustig, wie sich die unterschiedlichen Charaktere halt über diesen Strohhalm, über diesen, beziehungsweise über diese Haufen halt auch definieren und unterscheiden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich fand es damals unglaublich originell, dass Sedgwick in den Strohhaufen greift und halt sich natürlich direkt an der Nadel sticht. er findet halt die Nadel im Heuhaufen nicht als was Positives, sondern er greift halt in den Heuhaufen und die Nadel sticht ihn. Das finde ich unglaublich lustig und originell. Ja, ich glaube, hier ging auch langsam über, dass wir erstmal die Rätsel hatten und dann die Screens. Ja, so langsam ging das dann. Ja. Und das Zweite, was mir hierzu einfällt, ist natürlich der Charakter von Gorni, dem einen Askien, der nämlich von einem Freund von mir gesprochen wird, ein Kumpel, und zwar dem Riklef, der seit Jahren mit mir das Tresenlesen veranstaltet. Das heißt, dem Riklef habe ich quasi zu verdanken, dass ich nach wie vor aktiv Musik mache, weil er halt diese Veranstaltung, das Tresenlesen, ins Leben gerufen hat. Und da liest er Kurzgeschichten und brauchte halt immer Musiker, die halt zwischen den Kurzgeschichten Musik machen. Und da hat er mich noch vor der Gründung, also in dem Jahr vor der Gründung von Dedelic, hat er mich mal eingeladen. Und seitdem war ich da regelmäßig, also immer quasi der musikalische Pausenclown. Das hat sich eigentlich als ein sehr hübsches Format erwiesen. Und er hat dann halt, wenn er diese Kurzgeschichten vorliest, dann spricht er halt immer hier und da mal Rollen mit unterschiedlichen Stimmen und so weiter. Und hat auch eine Sprachschule und entsprechend auch eine Sprechausbildung. Dann dachte ich mir, er wäre doch halt eigentlich ein sehr guter Kandidat für einen Askiel. Und das hat er auch hervorragend gemacht. Ich habe seitdem auch leider nicht mehr für irgendwelche Sprachaufnahmen gebucht. Das ist eigentlich ein totaler Unterlassungsfauxpas ist eigentlich, weil er hat das so gut gemacht. Ich habe Gorni immer noch im Ohr. Sedgwick. Wie er vor allem auch immer zischend gelacht hat mit dem. Ich glaube, am Anfang sollten die gar nicht sprechen. Du hast denen Gott sei Dank nur Sprechen beigebracht. Am Anfang sollten die nur grunzen. Aber bei den Askiel, da habe ich ja sowieso gewütet. Also auch den Charakter von Luko, den gab es ja vorher den gar Luko nicht. Ich wollte aber das halt, wir mussten die halt tatsächlich auch stark uminterpretieren, weil wir ja eigentlich gesagt haben, so, okay, das ist unser Thema, ist halt irgendwie Konservierung, Zerstörung und so. Auf welcher Seite stehen eigentlich die Askiel? Was wollen die eigentlich? Und dass wir diesen Twist reingebaut haben, dass die halt tatsächlich die Zeit stoppen wollen, dass das halt das Gefährliche an denen ist, dass wir die überhaupt auf diese Seite tun, das kam halt tatsächlich erst sehr spät und erst nach sehr langen Debatten und Diskussionen. Aber ich mag das, also gerade bei Lucro mag ich das, dass er halt irgendwie seinen Hader mit der Zeit an sich hat, weil die Zeit ihm Wunden schlägt. Das wird halt, ist einfach so eine lose Behauptung, das wird ja nie wirklich gezeigt. Aber das ist ja auch eigentlich eine Sache, die man nicht weiter erklären muss, weil bei jedem von uns schlägt halt die Zeit irgendwelche Wunden. Also ihr seht es jetzt natürlich nicht, sondern hört es nur. Aber wenn man sich so Marco mal anguckt, da hat die Zeit echt in seinem Gesicht gewütet. Also das, ich meine, das ist halt irgendwie, dass wir Whispered World zusammen gemacht haben, ist gerade mal 5 Jahre her und er sieht halt echt schon aus, könnte man ihm hier im Borstner Altersheim haben. Ich habe ja auch einige Zeit in Norderstedt gelebt.
Leben. Das stimmt. Das, da wachsen die Falten. Das ist ein Wildwuchs. Ja, genau. Aber also wie auf jeden Fall auch schon merkt, irgendwie der ganze philosophische Hintergrund kommt auf jeden Fall vom Poki. Wenn ich mir so eine Geschichte überlege, kommt meistens irgendwie, ist halt eher so ein Bauchgefühl. Ich denke mir immer, was fände ich jetzt geil? Ja, und dann, woher kenne ich das schon? Und dann dreht man das Ganze eigentlich eher um, wie hat man es noch nicht gesehen? Und solche Sachen. Bauchgefühl hört sich so nach Magen-Darm-Grippe an. Das ist irgendwie ganz gut. Ich finde den Ausdruck eigentlich ganz gut. Die Träume, die setzt ja auch nicht bewusst zusammen. Und im Prinzip verschlüsseln wir in Geschichten, verschlüsseln wir Aussagen ganz ähnlich wie in Träumen. Und was ich eigentlich mehr oder weniger gemacht habe, ist Traumdeutung. Ein Hobby von mir, Traumdeutung. Aha. Ja, in jedem guten Heuhaufen muss eine Nadel versteckt sein. Nein, danke. Genug Heu für heute. Mehr als diese Nadel ist da wohl nicht zu holen. Höchstens noch Läuse. Okay. Können wir die Nadel wieder in den Heuhaufen stecken? Wenn ich sie zurücktue, finde ich sie bestimmt nie wieder. Oder ich durchsteche mir nachts beim Schlafen die Luftröhre. Das wäre doch ganz in deinem Sinne, du depressiver Clown. So, was wir jetzt bestimmt tun können, ist mit der Nadel das Schlüsselloch. Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Tja, ich wusste es. Ich bekomme die Nadel nicht weit genug in das Schloss rein. Ich bräuchte eine Art Verlängerung. Ich sollte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ich dachte, du verlängerst mit dem Heu die Nadel. Die Flinte ins Korn. Im Zweifelsfall würde ich lieber die Nadel essen. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Dann tun wir jetzt das durch Schlüsselloch. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Ja, dann kannst du ihn doch dort unten irgendwie rausangeln und... Das wäre noch eine Möglichkeit. Oh, nein. Der Zellenboden ist zu hart, um einen Tunnel zu graben. Lieber nicht. Ich habe so die Wahl. Ich sollte nicht gleich ja. Keine Chance. Meine Finger sind viel zu wurstig, um in das Schlüsselloch zu passen. Aber wie, wenn ich... Aha. So. Da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Ich könnte versuchen, mich durch die Tür hindurch zu essen, aber wahrscheinlich würde ich an inneren Blutungen sterben, bevor ich die andere Seite erreicht habe. Ja. Ich bin nicht zum Essen an schon eher... Hey! Von diesem Wächter fehlt jede... Wäre das doch der ideale Zeitpunkt. So hungrig bin ich dann... Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem... Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wieder... Was ist denn daran so schlimm? Da können wir doch bestimmt hier unten durchfassen. Tja... Sonst können wir ja nicht viel tun. Ich habe genug Selbstachtung, um nicht am Gitter zu rütteln. Achtung und Selbstachtung, das ist mir neu. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Lieber nicht, ich habe so... Können wir vielleicht... Das Essen hier runterspülen. Benutzt das irgendwas? Ich bin nicht zum Essen an, schon eher zu. Vielleicht können wir das Brett hier unter die Essensluke schieben. Und dann hier mit dem Holzlöffel. Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Sehr schön. Nanu? Ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Und wieder den Schlüssel. Hey,
Hätte ich dieses Problem nicht auf eine etwas originellere Einfallslosigkeit dieser Aktion, schmälert meinen Triumph beträchtlich. Und natürlich die Tatsache, dass der Schlüssel auf dem Tablett festklebt. Wie bekomme ich ihn da jetzt bloß los? Lospulen. Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Geht, jetzt sind meine Hände klebrig. Das ist doch jetzt deine geringste Lösung. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen. Wobei ich das schon häufig... Den Dings, den wollte ich sagen. Und raus hier. Hurra. Eine Brücke. Mal sehen. Kleiner Clown, hochgezogene Brücke. Nein, ich komme nicht dran. Mal sehen. Nein, ich... Okay. Ja, wieder rein in die Zelle wollen wir auf keinen Fall. Hier wetzen die Askil wohl ihre Messer, um flüchtige Gefangene auszuweiden. Oje. Aha. Hier spitzen sich die Askil ihre Zähne an, um flüchtigen Gefangenen den Kopf abzubeißen. Aha. Ich habe kaum noch Fingernägel, die ich zurechtfeilen könnte. Aber ist das ein Wunder bei all der Aufregung? Vielleicht kannst du das mit den Holzlöffel anspitzen. Nein, das muss nicht geschliffen werden. Hätte ja sein können. Nein, das muss nicht geschliffen. Lea. Lea. Echo. Echo. Okay. Nee, da wollen wir vielleicht noch nicht lang. Ein Küchenschild. Fressraum. Wer vom Boden essen will, muss sich auch selbst die Füße abtreten. Niam. Da bekommt man doch richtig Hunger. Die Tür. An dieser Tür gibt es weder Klinke noch Schlüsselloch. Wie soll man denn da jemals reinkommen? Bestimmt verschlossen. An dieser Tür gibt es... Wie soll man denn... An dieser Tür gibt es... Wie soll man denn... Okay, dann können wir überall rein. Wir hören uns erstmal den Audiokommentar von Poki und Marco an. Ja, hier müssen wir erstmal was anderes erzählen. Zu dem Screen. Da gibt es einiges zu erzählen. Ah, der war so ähnlich wie der eine Screen aus dem zweiten Kapitel. Er war auch wieder riesig, gewaltig, groß. Aber leider ist er nicht so ganz, hat er nicht so ganz hingehauen. Wir wollten zuerst ein riesiges Labyrinth schaffen. Wir wollten von einem Raum zum anderen Raum und hin und her. Also ich weiß nicht, ich fand, das hat eigentlich im Spiel sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es cool, dass wir es gemacht haben. Was halt ein bisschen nicht in der Optik des Raumes halt mitgespielt hat, ist ein Rätsel, das ich Bade nachträglich oder hier während der Produktion des Screens halt hat einfallen lassen. Und zwar das Rätsel um den drehenden Raum. Der drehende Raum, ja. Oder die drehenden Räume. Es sind halt mehrere Räume, die sich halt irgendwie immer drehen, wenn man... Stellrädern halt im Kapitel dreht. Und dann verändert sich die Anordnung der Räume. Wie das physikalisch vonstatten gehen soll, da müssen wir jetzt eigentlich mal Bade dazu holen und ihn fragen. Bade! Ja? Sag doch mal, was hast du dir dabei gedacht, Bade? Ja, so ist er, der Bade. Er spricht halt. Genau, er hat diesen Sprachfehler. Aber wenn ihr das sehen könntet, dann würdet euch das auch nicht weiter wundern. Sag doch mal selbst, Bade. Ja, du. Er sieht halt auch schon so aus, als hätte er so einen Sprachfehler. Ne, Bade? Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh. Ja. Sag doch mal selbst, Bade. Ja, Bade. Der arme Bade, das ist... Dann wird er hier gemobbt vom Team. Nur wegen seinem Sprachfehler. Oh je. Wo sind wir hier hin? Ach, du Schande. Oh, ach du Schreck. Ein Frosch. Igitt. Igitt.
Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Dogo, ruf aus dem Gummiarm. Falsches Spiel. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Dafür sind meine Zähne nicht stark genug. Die Anzeige steht ganz unten. Aha. Die Anzeige steht ganz unten. Ja, die Anzeige steht Nein, ganz unten. Das dient nur zur Anzeige. Okay, hier haben wir einen Holzbalken. Soll der Balken da so rausragen? Oje, die ganze Konstruktion scheint mir doch ein wenig abenteuerlich. Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Warum muss alles immer außer Reichweite sein? Das ist ja wie das Seil hier bestimmt, wie der Hebel. Kommt bestimmt auch nicht ran. Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich... Vielleicht ein Holzlöffel? Nein, das ist viel wie die Ziele. Tja. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich nicht so viel sage. Ich bin eigentlich ganz froh drüber. Pucki kann es meinen, ist besser. Ich wurde dazu gezwungen, weil ich brauche ein bisschen das Geld. Ja, du hast aber gesagt, dass du das sag nicht Was sage ich zu diesem Raum? Er ist orange und ist ein bisschen grün drin. Das sollte halt der erste Lichtschein wirklich sein, dass man eventuell aus dieser Schlucht wieder herauskommt. Es gibt eine riesige Apparatur, die wir... hier gibt es einen Frosch. Der wunderbar auch von Gunnar animiert wurde. Mach ihn fett, mach ihn eklig. Hier sind sowieso diverse krasse Animationen. Ich erinnere mich, dass Lena war es, Lena hat das gemacht, die an dem Wasserfall gesessen hat. Und natürlich gab es, an dem Wasserschwall im Hintergrund, wenn ich mich nicht alles täusche, und an dem Wasserrad. Und die krasseste Animation, die wir mitunter, also die krasseste Spezialanimation von Sedgwick ist halt die, wie er halt hier im Endeffekt von einem Ufer zum anderen kommt. Ja, das ist möglicherweise die für mich markigste Animation im gesamten Spiel. Und es gab ja, wir haben für, ich weiß gar nicht wofür, wir haben irgendwann mal so ein Poster gemacht, wo wir alle einzelnen Animationsphasen, also alle Einzelbilder, die es von Sedgwick gab, auf so ein riesiges A2 Poster oder so, keine Ahnung, drauf positioniert haben, so nebeneinander durcheinander gemischt. Und das waren noch nicht mal alle. Es waren aber auf jeden Fall 3 Millionen. Etliche. Und da fallen natürlich immer die einzelnen Phasen aus dieser Animation besonders auf. Genau. Ja, krass. Aber unter anderem versteckt sich dort übrigens auch ein Sedgwick im Leopardenanzug. Eine kleine Referenz auf den Leopardenmodus in diesem Spiel. Natürlich sehr wichtig. Haben wir in jedem Spiel einen geheimen Leopardenmodus. Ja, aber soll man schon sagen, dass der Bade auch was? Genau, wie in Ätna und Bechtaurus. Der Leopardenmodus. Ach, Bade ist in diesem Fall auch nochmal ganz herauszustellen, weil er halt dieses Rätsel mit dem Wasserstand, mit diesen Wasserständen natürlich auch erdacht hat. Sowieso hat das meist vom Rätseldesign in diesem Kapitel ebenfalls übernommen und selber gemacht. Das war spannend. Tja. Hier kommen wir also momentan nicht weiter. Falls der Screen überhaupt zu irgendwas nützlich ist. Oha. Den Raum hätte ich fast übersehen. Ein Nerpe. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Ach, das ist die Küche. Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Ein paar Essstäbchen. Ein Teller. Ein paar Essensreste.
Soll ich etwa mit bloßen Händen eine Fliege fangen? Ich denke, du überschätzt meine Fähigkeiten. Warte mal. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wow, ich bin geschickter, als ich dachte. Karate-Kid-Anspielung. Hurra. So, wir müssen nämlich erstmal hier, oder gehört das alles zu einem? Pilze. Oh Himmel, ich bin sogar zu schwach, um Pilze zu pflücken. Das gibt's ja nicht. Bei all den Problemen in letzter Zeit hat das Wort Pilzvergiftung schon fast sein, aber eben nur fast. Okay. Na super. Wenn ich hier unten nicht verhungere, sterbe ich sicher an einer Schimmelpilzallergie. Am Kratzen. Was soll ich machen? Warten, bis sie aus Langeweile von alleine abfallen? Tja. Da ist eine Fliege in der Suppe. Ich weiß nicht so recht. Ohne Rezept sollte ich das mit dem Kochen wohl lieber bleiben lassen. Ich weiß nicht. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Schimmelsuppe. Na, ich weiß ja nicht so recht. Ohne Rezept sollte ich das mit dem Kochen wohl lieber bleiben lassen. Ein Pelzviech haben wir hier. Wie drollig. Und wer bist du? Krubber? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Krubber. Oha, es beißt. Eine Fliege gefälligst. Hast du Hunger? Gefälligst. Krubber scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Und wer bist du? Krubber? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Ein wildes Krubber. Alles klar. Igitt, hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Dann ist das ja alles hier sehr gewohnt. Ich koche lieber mit frischen und mit Zutaten. Fass mit versalzenen Tintenfischen, fass mit eingelegten Käfern, unheimliche Augen, eingelegte Spinnenfäden, ranzige Schnecken, gekochte Jackeier, Glas mit gekochten Schimmelpilzen. Ich koche lieber mit frischen Zutaten. Sagt das bei allem? Ich glaube, dafür benötigt man eine Ab. Ich glaube, dafür be- das ist wohl zu klein, um als Schlegel zu fungieren. Tja, wir können es bestimmt vergrößern. Nein, an der hat doch garantiert schon ein Askil rumgenagt. Ich muss nicht probieren, ich koche nach Okay, sagt immer was dazu. Ja. Hier ist eigentlich Krubba. Ich hatte ganz vergessen, dass das zwei unterschiedliche Räume sind. Der schöne Krubba. Okay, putz, geht Krubba. Krubba. Wo mir wieder auffällt, dass der Raum auf jeden Fall auch von Simone gezeichnet wurde. Ah. Auch sehr schön geworden, die ganzen Details hinten in den... in den Gläsern. Muss man hier nicht auch Feuer mit dem Feuer? Oh, man muss etwas ganz Böses in den... man muss was ganz Böses machen. Man muss etwas reinwerfen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist ein bisschen eklig. Es macht Quark. Wir müssen doch hoffentlich nicht Krubber opfern. Ja, in unseren Spielen werden natürlich keine Tiere gequält. Nein, natürlich nicht. Sie grundsätzlich nicht. Und, es ist auch nicht so kochend heiß. Halt es ist so schönes, warmes Bad. Und dabei fällt mir das Zitat von... wir können doch nicht einen Krubber opfern müssen. Unsere Flucht. Des Spieles bereits Ex-Vizekanzlers ein. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, dann springt er sofort wieder raus. Ach, puh. Und den Frosch, den Krubber. Wenn man aber einen Frosch in kaltes Wasser wirft. Die Pause gehört übrigens dazu, er macht so lange Pause. Und die Temperatur ganz langsam erhöht. Dann wird er
atmen und nichts merken. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es zu Ende geht. Es gibt so eine wundervolle Version, wo das, wo diese Rede mit Musik unterlegt ist. mit noch so ein bisschen Background-Chor und Bildern aus Disneys Küss den Frosch. Das ist wundervoll. Guckt das mal an. Fipsi und der Frosch. Sucht mal bitte auf YouTube nach Fipsi und der Frosch. Ich kann mir das immer wieder anhören und Tränen lachen. Tja, ach ja. Mann, schade um die FDP. Oh. Ja, die FDP. Die FDP. Wird ganz nicht. Oh, da fallen mir auch viele Sachen ein. Ja, klar, warte, ich hab's erkannt. Das grandiose Karate Kid Rätsel, das sich Bade hat einfallen lassen. das halt irgendwie nicht so richtig in der optischen Umsetzung stattfindet. Ey, darf ich es jetzt überhaupt schon spoilern? Wahrscheinlich ist es noch weit entfernt, aber ich finde es gut, wie sich das Kapitel hinweg halt immer so ein bisschen verändert. Ist doch kein Rätsel. Halt am Anfang gar nicht so richtig oder später gar nicht so richtig rein darf, weil da halt jemand schläft. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das ist ewig her. Also auf jeden Fall gab es dieses Karate-Kid-Rätsel von diesem Film von 1960. Genau. Wo man halt mit Stäbchen... nicht das neue Karate-Kid, sondern das alte. Das neue kenne ich auch, aber das alte. Das schaltet mal aus hier. So, sind alle weg? Sind sie. Jetzt erstmal der Gong. Gong! Also das Rätsel ist natürlich, dass Sedgwick mit Stäbchen eine Fliege fangen muss. Gong! So, jetzt seid ihr wieder da. Das ist natürlich. Und ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr Karate Kid nicht kennt. Ja. Liegt mit Anfänger. Ja, Sensei und der Junge. Spannende Sachen. Und ich finde natürlich sensationell, finde ich Krupa. Dieses Pelzvieh, mit dem wir halt auch ziemlich heftig umspringen. Stimmt, Krupa. Du weißt noch, am Anfang gab es auch noch Bubba. Krupa und Bubba waren ja eigentlich auch Brüder, die in einem... Nee, das sehe ich nicht mehr. Nee, die waren irgendwie... man kommt eventuell aus dieser Schlucht dann irgendwann an auch mal raus, aber ich will es ja nicht verraten, vielleicht vegetiert man dahin irgendwie in dem Spiel noch da in der Schlucht. Auf jeden Fall lebten die beiden eigentlich in einem riesigen Kopf einer Statue. Ey, davon weiß ich gar nichts mehr. Ja, ich hab's aber auch nur noch so ganz schemenhaft. Aber es gab auch noch Bubba. Es gab auch noch Bubba, Krupa und Bubba. Vielleicht wird Bubba irgendwann wiederkommen. Krass. Tja, wir müssen also einen Frosch fangen. Und wir haben ja schon eine Fliege. Wie wär's denn damit? Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Tja, vielleicht. Geht nein. Ich würde mir nur die ganzen Tage. Das Essen wird in der Küche zubereitet. Okay, aber wie kommen wir. Ach, wir müssen erstmal darüber. Damit wir zu dem Frosch können. Oh, Schreck. Ich hoffe, wir verirren uns hier nicht. Wir werden uns ja hoffnungslos verirren. Aber sowas von. Achso, jetzt sind wir wieder hier zurück. Oh je. Yeah. Das ist ein schlimmes Labyrinth. Thank you.
Alter Schwede. Oha.